Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 1 auf dem Schwierigkeitsgrad Hard. Wie angekündigt in der letzten Folge habe ich jetzt eine Pause gemacht. Ich hoffe, das wird mir nicht irgendwie zum Nachteil, denn wir sind mitten in einem Nightmare-Kampf und es funktioniert recht gut. Ich glaube, die Hälfte haben wir schon abgezogen. Was ich hier gerade mal sagen möchte, ist hier bei diesem Taschenlampengegenstand Luminite steht ein mysteriöser Stein, der im Dunkeln leuchtet. Ein gewöhnlicher Stein, der in der Unterwelt existiert, hat irgendwie über die Zeit hinweg andere charakterliche Eigenschaften, nenne ich es jetzt mal, in der Menschenwelt bekommen. Also sie können sich ihre eigenen Gegenstände nicht wirklich erklären, anstatt sie dahin schreiben, ja, mein Gott, sehe es als Taschenlampe, wir wissen doch auch nicht, wo es herkommt und warum es leuchtet. Schon irgendwie lustig, aber gut. Wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier. Was jetzt hier so, ja, es war so klar. Ey, das ist die dümmste Idee ever, aber ich konnte ja nichts dafür. Das ist halt wieder so real life. Ich hatte halt Hunger. Okay. Kann ich das noch irgendwie retten? Der hat noch nicht mal mehr die Hälfte. Ich könnte jetzt ein, ja, es ist der letzte Bosskampf. Und für Mundus hätte ich dann ihn noch einen Stern. Ja, okay. Ich fresse einen Stern, ganz ehrlich. Weil ich jetzt auch überhaupt gar keinen Bock mehr auf Nightmare habe. Okay, er hat mir jetzt nicht so viel Ärger bereitet wie im normalen Durchlauf, aber wir wollen ja auch nichts riskieren. Okay. Fleisch des Todes. Aber dementsprechend sollte das jetzt auch kein Problem sein. Irgendwie. Ich habe einen Stern gefressen. Hallo. Soll ich vielleicht noch Unverwundbarkeit? Ja, der bringt hier nicht wirklich was. Okay, ja. Das ist jetzt ein bisschen spät gecheckt. Aber gut, da habe ich Teufelsenergie, die werde ich mir dann auch sparen. Für den Fall, dass vielleicht mal wieder ein Strahl kommt. Ah, Pizza, Pikachu, Pika. Jeder denkt an Pikachu, wenn er das Wort Pika hört, aber. So, die Fans, jawohl. Jetzt aussteigen. Aussteigen. Und wenn ich Glück habe, wenn ich sehr. Na, es ist noch nicht vorbei. Jetzt ist erstmal Trish da, die meint irgendwie so, halt, stopp. Es ist Obst im Kühlschrank. Aber trotzdem sind wir kurz davor, hier zu gewinnen. Unsere Kickers, die schaffen es, Tor! Unsere Kickers, die schaffen es, Tor! Denn sie sind ja elf Freunde, die durch dick und dünn gehen. Hip, 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 hurra! Ob sie nein! Oh, jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Oder warte mal. Vielleicht habe ich Glück. Und er hat jetzt bei Trish gespeichert, weil das wäre ja nicht gecheatet. Mit dem Safe State würde ich sagen, okay, das ist gecheatet. Okay, vergiss es. Mit dem Safe State hätte ich gesagt, okay, das wäre gecheatet. Aber wenn sie das jetzt so gemacht hätten, okay, er probiert mich beim ersten Mal immer aufzufressen. Ich werde, wenn ich jetzt nochmal verrecke, schauen. Oder jetzt. Unglückliche Combo. Seinerseits, also glückliche Kombo seinerseits, aber unglückliche meinerseits. Dass der gute Nelo Angelo hier ist und vielleicht nicht ganz so asozial ist. Immerhin mache ich dann so auch Schaden. Dann hätte ich ihn vielleicht beim letzten Mal dann besiegt. Wenn wir jetzt den Schaden darauf addieren, den ich jetzt mache, den ich beim anderen Mal getätigt hätte, hätten können. Hätte, müsste, sollte, könnte. Hallöchen, ja, mein Gott. Komm runter. Ja, geh mir nicht auf den Sack, ganz ehrlich. Bäm. Jetzt kommt der Große, der hat auch irgendwas zu sagen. Hier habe ich so das Gefühl. Bäm, zack und bäm. Das war's? Ja, okay. Das liegt wirklich immer an, an Nightmare, auf alle Fälle. Ja, okay. Ja, mach schon ein bisschen mehr Schaden. Aber so ganz. Immerhin ist er nicht in seiner stärksten Form, das ist ein bisschen unfair. Ob sie weinen oder lachen, sie sind Freunde, die sich niemals essen. Das hat sich jetzt nicht gereimt. Jawohl. Aber leider habe ich jetzt meine Teufelsenergie verloren. Schade, dann hätte ich ihn echt jetzt schon tot kriegen können.
gehabt hätte müssen sollte. Aber gut, kann man ja nicht wissen. Moment. Mir fällt gerade ein. Ich habe ja schon geladen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja den Vitalstern verhauen. Nein, 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 nein. Ich habe ja jetzt neu geladen. Ich meine, dann hätte ich jetzt trotzdem nicht nochmal neu geladen, aber ich wollte es ja nur mal anmerken. Dass ich dann jetzt quasi kurz vorm Gewinn bin und dann fällt mir einer her. Da hätte er noch einen Stern da. Ja, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Da muss ich mich gerade am Kopf kratzen, tut mir leid. Das war unnötiger Schaden, den ich da wieder genommen habe. Es bringt halt auch nichts, irgendwie. Immer wieder dasselbe. Entweder du hast eine Runde, wo es super funktioniert und du nur am Ende verkackst, oder du verkackst gleich von Anfang an. Immer dasselbe mit Endgegnern, total langweilig und dumm. Gib mir Eis, perfekt. Habe ich jetzt irgendwie Schaden genommen? Was war denn das jetzt bitte? Ob sie weinen oder lachen, es gibt nichts, was sie niemals schaffen. Was soll denn das? Ich hätte den Text gar nicht drauf. Wer durchfährt die Galaxie? Das sind die Troopers. Ja, da, okay, das, da habe ich jetzt ein bisschen versaut. Okay, da hätte ich ein bisschen mehr drauf ballern können. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den Stern. Ganz egal, ob es jetzt ein guter Zeitpunkt ist oder nicht. Den plane ich jetzt einfach mal für den Kampf ein. Eis, 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 nein, Schinken, Schinken des Todes. Oh Gott. Ich weiß halt auch nicht so wirklich, was mit ihm ist, ob er sich, wie gesagt, im Kreis dreht oder ob er mich direkt verfolgt oder so, irgendwie sowas. Ob er mir auflauert. Ja, Paniktaste habe ich hier leider nicht. Oh Gott. Ja. Dumm. Total unnötig, Mann. Total unnötig. Da war Fraps wieder am Arsch. Bla bla bla. Oh Gott. Pikachu, 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 Pikachu. Eis. Irgendwie vielleicht. Nein, das ist der Arsch wieder. Das ist der Arsch vom Dienst. Wow. Ja, hier brauche ich einfach nur laufen. Trifft mich schon. Keine Sorge. Aber Teufelsenergie abziehen ist ein bisschen asozial, oder findest du nicht auch? Ja, mein Gott. Behinderte Kamerafahrt wieder. Angriff, der kleine Mini-Laserstrahl hieß. Pikachu, 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 Pikachu. Gebe mir Eis. Eis, Eis, Eis. Ja, 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 jetzt nur noch da hoch. Aber wieder mal an der Stelle sehr, sehr vergeudetes Potenzial. Ohne meine Teufelsenergie und ich sie dann hab, naja gut, jetzt geht's, ja. Kommt immer dann, wenn ich keine hab, was soll denn das? Erst im roten Bereich, yay, wer durchläuft die Galaxie, das sind die Troopers mit ihrem irgendwas, durchbrechen sie die Invaders. Eine Diskussion ist keine Option, deswegen gut, alles gut zur Hand des Boy. Wer durchläuft, wir bleiben standhaft, denn wir sind die Troopers. La 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 la. Erhebt deine Stimme, denn wir sind ohne Zeiten, die ohne. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, nein, nein, sind das. Hallo, bin ich oben? Nein, ich sehe es halt nicht wegen asozialen Kamerafahrten. What the fuck? Wieder mal verschenktes Potenzial. Aber ich glaube, ja, ich kann ihn halt auch nicht in der Runde besiegen, weil dann immer diese Zwischensequenz kommt, die irgendwie so meint. Nein! Vor allem macht die irgendwas, die Olle, ich glaube, eher so nur so, wenn ich am Rande bin, ne? Eher so nur so. Toll, Georgia Beans. Okay, Pikachu, Pikachu, Pikachu ist halt schneller geworden. What the fuck? Pikachu! Pikachu! Gut, dass er keinen Donnerschock kann. Da gibt's wieder Blitz, da gibt's wieder Pikachu! Irgendwas anderes, auf jeden Fall. Irgendwas, was mich auch pieken will. Oh nein. Teufelsenergie wieder mal weg. Wir bleiben standhaft, denn wir sind die Troopers. Yeah, yeah, yeah. Oh Gott. Oh ja. Oh Gott. Oh yeah. Oh, schon wieder so ein Lied. Also es ist kein Lied, aber es hört sich immer so ein bisschen an wie so ein Lied. Nein, ah! Da war Schinken des Todes. Also Schinken des Todes. Und hier und Eisstrahl kann ich nicht noch nicht so wirklich auseinanderhalten, traurigerweise. Ja, was soll ich denn da jetzt machen, ne? Vielleicht Unverwundbarkeit? Ne. Weiß ich ja nicht, was er einsetzt, Mann.
Entweder es läuft gut oder es läuft nicht gut. Aber Fakt ist, selbst wenn er jetzt den kleinen Mini, wenn er seine Mini-Laserstrahl hieß, mache ich nicht weg. Okay, ich nach Hause und komm wieder. Eisstrahl. Ja, es ist. Was war das jetzt? Was immer das noch war, es hat mir den Sieg versaut. Ich habe mich gerade gefragt, ob die Twitch auch angreift, wenn ich da oben bin. Das wäre ein bisschen unfair, aber das werden wir jetzt leider nicht mehr erleben. War das jetzt eigentlich die Runde, wo wir uns aufgefressen lassen haben? Ich mache das einfach nochmal. Oder jetzt will er mich nicht mehr. Okay, jetzt. Nein, oh. Wieso denn nicht? Das ist wieder typisch. Ich sag dazu gar nichts mehr. Also, weißt du? Okay, jetzt sage ich es doch, aber ich meine, ich wollte. Was jetzt? Jetzt macht er was komplett anderes. Ich wollte, dass er mich aufrisst, was er bis jetzt immer machen wollte. Und jetzt, wo ich es einsetzen will, macht das nicht mehr. Diese KI! Diese KI, Mann! Die bleiben standhaft. Irgendwie, das ist Eis. Jawohl, das verstehe ich nicht. Wieso, aber. Jetzt komme ich nicht hoch. Wieder mal verschenktes Potenzial. Keine Ahnung, wieso ich da Schaden genommen habe, aber. Ja gut. Das eine Dämonenzeichen kannst du jetzt auch noch rausgeben. Da bin ich nicht geizig. Also ich sollte wenigstens es wenigstens bis zur Hälfte schaffen, ohne den Stern zu nehmen. Pika, Pikachu. Donnerblitz und so. Ja, Eis. Da schon wieder. Wieso nehme ich denn da Schaden, Mann? Verstehe ich nicht. Beim besten Willen nicht. Das ist so unnötig. Komm, verwandle dich. Ja. Wir bleiben standhaft. Wir haben Ausdauerstrahl. La 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 la. Gut. Nein! Ah ja, okay, gut, er hat mich. Ich habe nur Dante sagen hören und dachte, er hat wieder Schaden genommen. Nein, er hat mich nur aufgefressen, alles gut. Also es ist gar nicht mal so unklug in der fortgeschrittenen Phase. Ja, mein Gott, diese Bastarde, Mann. Oh mein Gott, wir fressen dich auf, ja, wir sind so stark. Ah, danke, Kamerafahrt. Ich, keine Ahnung, war da gerade eine halbnacktes Mädchen? Oder wieso hast du da gerade die Perspektive gewechselt? Verstehe ich nicht. Lass mich in Ruhe, Johnny Boy. Okay. Jetzt kommt wieder der Ritter, der nichts kann. Auf einmal macht er andere Sachen. Wir bleiben standhaft, denn wir sind die Troops. Was zur Hölle? Was machst du denn? Ich krieg von dir Lebensenergie, deswegen werde ich jetzt mich nicht aufheilen. Du bist nur der Gegner im Gegner. Was bittest du dir ein? Jetzt mal ganz ehrlich. Verrecke. Oh, ich hoffe, der lädt mich komplett auf. Oh, ho, 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 ho. Da ist ja jemand sehr, sehr freundlich. Oh, so unnötig. Hey, aber wieso? Wieso habe ich denn jetzt meine komplette Torwitz gestalten? Ja gut. Das war ja doof. Habe ich beim letzten Mal nicht mehr gekriegt. Egal, hier, take these. Oh yeah, er ist fast tot. Das hat sich gelohnt. Hat es jetzt mehr abgezogen, als wenn ich gleich am Anfang rein gehe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aus welchen Faktoren sich dies zusammensetzt. Ich habe versucht, eine Professorenarbeit rüber zu schreiben, aber ich bin nicht darauf gekommen. Und jetzt stellt euch das Ganze mit Timer-Dinger quasi vor. So, was ist das jetzt? Keine Ahnung. Ich dachte, ich greife jetzt irgendwie so an, ehe meine Teufelsgestalt weg ist. Aber nein. Da muss ich mich gerade wieder an den Kopf kratzen. Er nutzt es schamlos aus. Nein, ich habe keine Läuse. Gott verdammt. Es ist dieses Headset. Ja, jetzt, schnell hoch. Hier bleiben standhaft. Wie ich denn da jetzt wieder schauen? Nein, er ist nicht tot. Die Zwischensequenz ruiniert es wieder. Da hätte ich jetzt durchrennen können. Also durchkommunizieren können. Ja, leckt mich doch. Ja, weg da! Mein Gott! Du sollst das da machen, genau.
glaube, das ist böse, weil irgendwie kann er ja auf mich rausspringen und dann mich irgendwie gefangen oder so. Also sollte ich jetzt nicht in die Mitte gehen. Ich bin wieder Traps verstanden. Einfach so. Rolle mein Ball. Komm schon, noch einmal Eis. Noch einmal Eiscreme. Was soll das jetzt? Ich sehe ja nichts. Nein, Pikachu. Pikachu ist wieder. Ja, diese Kamerafahrt, Mann. Er ist einfach zu fett. Er ist zu fett für diese Welt. La 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 la
deshalb hat der mich fertig gemacht. Das ist ganz normal. Hehehe, hurra! Okay, das Schlimme ist, ich bin jetzt wieder in der Phase drin. Ja, super. Jetzt starte ich Fraps und das Handy klingelt. Ja, jetzt bin ich wieder in der Phase drin, dass ich mir so denke, das guckt sich eh keiner wieder an. Also ist es wieder mal Zeit auszurasten. Leute, ich würde mal sagen, bla bla bla, das war's für heute mit bla bla bla, Devil May Cry, bla bla bla, null Fortschritt, bla bla bla, in der nächsten Folge dasselbe, bla bla bla, wir waren kurz davor, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. See ya!